Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Mechabellum. So, ich habe immer noch Tarantel-Übung gemacht. Also im Moment ist das so, dass ich die Hälfte der Spiele gewinne, die Hälfte der Spiele verliere und die Spiele, die ich gewinne, meiner Meinung nach nicht wegen der Tarantel, sondern trotz der Tarantel gewonnen habe. Also für mich ist das eine absolut rätselnde Einheit, wie die funktionieren soll. Ich sehe tatsächlich auch bei anderen Spielern, wenn die gegen mich spielen, habe ich das Gefühl, dass sie sehr viel häufiger mit Tarantel verlieren. Das gesagt, es gibt Spiele, die werden schon von der Tarantel stark dominiert, mit Spinnenspam vor allem und so, ne? Aber also ich glaube, ich bin durch damit. Ich habe jetzt meine Spiele damit gemacht, das Ding geübt und jedes Spiel ist ein Krampf nach dem anderen. Ich habe ein paar Sachen gelernt, wo man die aufstellen muss, was man damit machen kann. Aber im Grunde genommen gibt es einfach zu viele Konter für die Tarantel, die gleichzeitig andere Sachen auch noch kontern. Es gibt ja Einheiten, die sind Sackgassen, ja? Bei der Tarantel ist jede Konter im Prinzip gut. Also das ist einfach völlig sinnbefreit. Also ich bin jetzt von 1800 auf 1700 abgestürzt, dank dem Tarantel-Scheiß. Und mir reicht's. Das war genug ein Tag Tarantel üben. Ich kann immer nur hoffen, dass keine Tarantel dabei ist. Und wenn ich keine habe, hat der Gegner vielleicht eine und dann ist ein Artenrestart gar nicht mal schlecht. Ist ja oft so, dass die Tarantel mit dem Marksman gerne gepickt wird. Ja, oder sowas hier. Das sind beides Artillerie-Ziele. Elite. Du. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, dass er ein Ding spielt. Ein Ablenkungscrawler dann gleich. Kleinvieh. Ja, machen wir erstmal so weiter, ne? Kann man nicht so viel falsch machen. Kann ich links schon einen Vulken quasi vorbestellen? Ja, die Level 2 Crawler sind natürlich schwierig für den Fangs zu töten. Ich hätte ihm halt auch zugetraut, dass er mit Marksman oder so anfängt, ne? Und da war das ein bisschen tricky. Und Problem ist halt, dass Arclights jetzt natürlich auch erstmal leveln müssen, bevor sie mit den Crawlern klarkommen. Vulken könnte ein bisschen übermäßig teuer sein, aber das würde auch alles lösen. Aber sonst wäre es auch nicht so schlimm, glaube ich, mit dem Arclights zu holen, dass sie es langsam aufholen. Noch eine Rakete. Vulken kostet zu viel. Ja, jetzt kommen die Arclights. Klar, nimmt er jetzt irgendwas von dem anderen Zeugs dazu. Dann müssen wir wahrscheinlich noch einen Marksman dann dazu spielen, vermute ich. So, gegen die potenzielle Flanke da unten. Ja, von da rechts, das dauert jetzt sehr lange, bis sie rüberkommt, aber der wird das wahrscheinlich hier weiter ausbauen, ne? Von da würde ich erstmal so lassen. Okay, ansonsten, genau, gegen die Luftwaffe. Ansonsten eine Wespe dazu nehmen. Jetzt habe ich vergessen, was alles da drin war. Ich glaube, dass das besser ist. Könnte mir vorstellen, dass er jetzt gut Schaden kommt vom Gegner. Aus Headquarter. Eine oder so. Hat ihn leider rechts hingestellt. Würde dann wahrscheinlich verkaufen, ne? Nächste Runde. Und hier noch ein Charge-Shot dabei. Nope. Ja, wie gesagt, das ist ein Level-Problem. Die Arclights brauchen halt ein Level-Up.
gegen die Crawler, damit die nicht zwei Schüsse brauchen. Stirb. Huch, da war ein Fang. Also ich nehme mal an, der wird den verkaufen. Oder eine Runde einfach checken, gerade mit dem Ding hier oder mit dem Beacon, ne? Ob er da noch durchkütt. Die haben leider noch nicht gelevelt, die Freunde. Ich weiß es nicht. Bräuchte halt einen Charge Shot normalerweise, ne? Also der war ja eben Half-Life, das heißt, wenn ich ihn jetzt hier hinstelle, dann habe ich eventuell genug um mir den zu holen. So, hier vorne müsste mal vielleicht noch jemand sich hinstellen. Also das tut es ja oft auch nicht weh, wenn da nochmal ein Crawler ist, der den ein bisschen aushilft. Headquarter supporten, ist auch nie verkehrt. So, jetzt haben wir auch genug Zeit da erkauft. Ich glaube, die schaffen ihn auch so. Wobei, der wird das Item jetzt vergeben, ne? Um das auszuprobieren, denke ich. Genau. Hat er ohne Item gemacht, okay. Der Slow war unnötig. 50 Punkte zum Teufel. Nächste Runde muss er dann verkaufen, denke ich doch. Hier sieht man halt diese Doppelschüsse, die die brauchen, ne? Das ist halt ein Problem. Aber das ist auch, ne? Genau, nächste Runde sind die alle aufgelevelt, der Großteil. Nächste Runde ist das Problem weg. Deswegen ich so ein Zeug auch gerne mit dem Vulken beginne. Der Crawler rechts unten ist auch durch, verstehe. Okay. Also die Arclades werden immer schneller als die Crawler aufleveln, ne? Immer. Bei sowas. Aber die ersten Runden ist es halt ein bisschen Druck. Und jetzt habe ich hier auch schön Tanky an der Front. Das ist ganz angenehm. Puh, Assault Stormcaller. Habe ich mal gehört, soll ganz gut sein. machen wir einfach mal, oder? Battleship kriegen wir ja sowieso kaputt. Genau. Reichweite. Das ist Level 3 da unten, verstehe. So, die doch jetzt das taut, ne? Wie funktioniert das dann? Okay, da kommt dann noch einer von da oben. Mach mal eine Runde Druck. Zehntausend Leben. Ja, wenn der jetzt Level 3 ist, ich hoffe, der tankt dann für den. Also ich habe mit dem Haus noch keine Erfahrung. Ich weiß nur, dass das eine Zeit lang sehr gerne gespielt wurde. Die fahren halt an die Front und die Raketen treffen ja besser an so eine Front sind und sie haben ja mehr Lebenspunkte. Ne? Fortified. Muss man einfach mal testen. Die kommen ja alle schnell eh auf mich zu, von da passt das ja vielleicht dann doppelt gut rein. 350% Leben und man ist schneller. Hat er nicht aufgelevelt? Nice. Dann habe ich Zeit aufzuholen. Nahkampfartillerie, go! Also 10.000 pro Stück, also 40.000 pro Squad, ne? Da sprechen wir schon von einer signifikant großen Zahl. Die Mustang sind auf jeden Fall gut für meine Arclight. Hat die wahrscheinlich geholt, um die Phoenix abzuholen. Aber meine Arclights habe ich in so einer großen Summe, dass das glaube ich ganz nice ist. Rakete. Und wie macht man denn das? Holt man jetzt einfach mehr Artillerie und dann Feuerrate und dann kommt die wie eine Schrotflinte auf den Gegner zu? Gibt es noch Minimalreichweite dann? Ich weiß es nicht. Skorpion. Gibt ja nichts Tankiges bei ihm. Steebolts würde ich ja schon knacken, wenn die kommen. Aber er hat nichts, um Steebolts zu knacken. Seine holt jetzt einfach random Skorpion.
Also ich hole, glaube ich, das wegen dem Schutzschild dann, oder? Das ist ja ganz nice to have. Und dann geben wir das auch direkt. Genau, einfach Schild, go, go, auf allen Seiten. Schilde sind ja immer ein gutes Investment langfristig, ne? Da kann man nicht so viel falsch machen. Gucken, ob er jetzt ein Steeball hinpackt, dann müssen wir es gleich verhökern wahrscheinlich. Skorpion, der ist natürlich jetzt besonders gut gegen meine Typhoons. Kommt denn da hinten jetzt hin, okay? Also müssen wir uns eigentlich um Feuer normalerweise kümmern bei sowas, ne? Oder halt, ich mache einfach Arclights weiter, die sind ja auch gut dagegen. Zumal ich so regelmäßig auflevel. Das ist ja genug Zeug, um wirklich regelmäßig aufzuleveln, ne? Sonst Feuer und Öl für eine finnische Runde geht natürlich auch. Rechts oben hat es nicht überlebt. Aber die Schilde sind ganz gut wahrscheinlich gegen die Mustangs. Das Problem ist halt nur der Skorpion. Um den muss ich mich kümmern, gezielt. Ich mich keinen Charge Shot bei den Phoenix haben. Soll ich einfach einen Hacker holen dafür? Ist ja für ihn jetzt eine Schlüsseleinheit gegen meine Einheiten. Die Skorpione und die Skorpionschilde kriegt er halt sehr gut. Die Skorpione. Die Taifune und die Taifunschilde kriegt er sehr gut weg mit Skorpion. Wenn ich ihn das so unattraktiv wie möglich mache, ist ja eine Lösung vielleicht. Aber es gibt halt nur dieses eine Ziel. Das ist genug für den Hacker. Nano-Repair. Damage. Dann machen wir jetzt den Super-Hacker. Hoffentlich bereue ich es nicht. Okay. Ja, der da oben. Hat er wirklich gegen den Kampf verloren? Ja, hat er eben verloren, ne? Ach ja, Schilde verbessern. Lieber die hier auf Level 3 bringen, damit die gleich gut kämpfen. Ja, mehr Skorpione, ne? War jetzt, glaube ich, nicht so überraschend. 140 Reichweite, ich habe nur 150. Schauen wir mal, ob das geht. Krieg ab und an mal einen Skorpionschuss gleich extra raus, wenn ich hacke. Jetzt mal gucken. Die brauchen Reichweite, sonst gehen die zu sehr in die Front. Und gehackt. Ja, das ist zu viel Kleinvieh noch, ne? Die kommen nicht ran an die Skorpione. Und damit sind die dann sehr ineffektiv. Jetzt? Immer noch nicht. Jetzt? Nein? Ja, ich komme nicht ran. Ich sollte echt, glaube ich, ein Feuer hinlegen. Anders geht's nicht. Naja, also die Hacker haben ja wahrscheinlich hier keinen guten Dienst erwiesen. Genau, wird er wahrscheinlich schilden, ne? Als andere wäre ja komisch. Ein Rhino-Drop kriege ich wahrscheinlich in den Griff. Ich weiß nicht, ob ein Rhino-Drop oben gewinnen würde. Riskieren wir es mal nicht. Genau. Also hier versuchen wir jetzt erstmal das Kleinvieh komplett zu rüsten. Also die bräuchten, haben wir ja gesagt, dann die Reichweite. Müssen wir gleich mal nach dem Geld gucken, ob das geht. Ja, generell wäre Feuer gut, ne? Tank hier machen, die werden ja trotzdem von denen gewonshottet da. Wird halt alles gewonshottet da an der Stelle. Das ist halt jetzt so ein bisschen das Problem. Ah, das ist echt scheiße hier.
don't know. Ja, mach mal einfach Feuer an, was brennt, brennt, ne? Nach dem Motto. Besser kriege ich es auch nicht hin. L2 brauchen wir auf jeden Fall. Reichweite haben wir. Da bringt ja nichts. Auf jeden Fall regelmäßig jetzt befeuern das gegnerische Feld und nächste Runde das Öl legen. Muss das Kleinfeld einfach schnell wegräumen, ne? Damit ich hacken kann. Und er scheint halt ein extrem schwieriger Faktor zu sein hier, wie man sieht. Ich hacke halt nur Schrott im Moment. So funktionieren Hacker halt nicht. Jetzt haben wir endlich mal eingeloggt. Mal gucken, ob es reicht. Die stehen noch unter dem Schutzschild. Einen haben wir. Jetzt sieht's gut aus. Das extra Feuer hat wahrscheinlich geholfen. Ja, und jetzt natürlich nochmal weiter alles befeuern. Genau. Wie sieht das denn aus mit der Luftwaffe? Ja, die Wespen ist, glaube ich, immer so ein Ding. So. Das ist jetzt ärgerlich. Ich muss mich halt gegen potenziellen Wespenangriff verteidigen, ja, so könnte man sagen. Aber es sind halt sehr viele von den Scheißviechern da. Muss die Wespen wahrscheinlich sehr ineffektiv sein werden bei mir. War jetzt nicht so gut. Mal gucken, wie viel wir da legen können. Aber ich brauche auf jeden Fall auch Feuer. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und ja, das ist dann die Luftabwehr. Besser kriege ich es, glaube ich, auch nicht hin. Maximaler Flammenstoß. Muss alles brennen beim Gegner. Genau, und die Wespen gehen wir dann einfach Reichweite, damit die universell nutzbar sind. Und es brennt. Also, ob die Leute immer im Late Game keine Schilde benutzen, ist mir ein absolutes Rätsel. Gerade in so einer Situation, ne? Mit den ganzen Squishy-Zeugs. Das ist, glaube ich, ein absolutes Muss immer. Also Finisher-Runden sollte man immer, glaube ich, Schilde und Satelliten überlegen zu nehmen. Weil man für diese letzte Runde besonders viel rausbekommt, in aller Regel. Aber wenn man nur Squishies hat und der Gegner hat Feuer, dann braucht er gar nicht drüber nachzudenken. Dann müsste jede Runde Schilde vergeben. Ne? Also, ich bin echt überrascht gewesen, dass das durchgegangen ist. Das hätte eigentlich niemals passieren dürfen. Ja, wie gut weiß diese Sturmartillerie? Oder wie das da heißt? I don't know. 170.000 Schaden. Feuerschaden steht ja nicht drin. Ja, Runde 1 dabei. Beide 170.000 Schaden. Sie wären davon auf jeden Fall gewonshottet worden. Ja, I don't know. Hat der Hacker sich gelohnt? Das sieht ja so aus mit dem Level hier, ne? Man sieht das ja nie angezeigt. Ich glaube, der hat schon diesen Super Scorpion da rausgenommen für ein Vermögen. Also wichtig war, glaube ich, dass er eine Backline gespielt hat, die ich die ganze Zeit abgebrannt habe, jetzt die letzten Runden, ne? Weswegen das dann wieder relativ einfach war. Und da muss man, glaube ich, wirklich, da, Schild, da gibt es keine Alternative zu. Fertig, ja. Geht einfach nicht. Also wenn ihr Luft tankt oder halt, ne, irgendwie anders tanken könnt, okay. Aber wenn eure halbe Armee squishy ist, mehr als die Hälfte sogar. Und ihr euch nur gegen Hacker verteidigen könnt, wenn ihr da ein bisschen Schutz habt. Da muss das Schild einfach hin.
Nee, 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 nee. Ey, das kaufe dann, ne? Es kommt immer in dieser Kombination, habe ich das Gefühl, aber dann kommt eine Adri, da seid ihr tot. Das machen wir nicht und das Elite machen wir auch nicht. Das ist halt schon das Problem, weil ich viele habe, das machen wir nicht. Apropos machen wir nicht, jetzt habe ich nur Scheiße im Angebot. Okay, dann machen wir das. Also, bevor ich Muster nehme, nehme ich lieber eine Tarantel. Aber das ist der Grund, warum ich sowas eigentlich mich zwinge zu lernen, aber es geht halt nicht. Also, es ist halt, genau, das war schon die Adlerie. Ich habe nur Adlerie-Ziele. Super geil. Die wird jetzt gleichmäßig aufgestellt, die Artillerie. Ich versuche jetzt einen Headquarter Rush dann da drauf und verkaufe die Taranteln über Zeit. Platz lassen für andere Einheiten. Okay, das war jetzt nicht so glücklich. Ah, danke. Also die Taranteln werde ich wahrscheinlich verkaufen und mir dann irgendwas anderes organisieren. Komische Aufstellung, auch noch nicht gesehen. Fight. Mal gucken, ob ich das Geld der Tarantel brauche und lasse ich die so lange stehen bis. Also man kann die so lange stehen lassen, bis der Gegner eine Konter holt und bis man das Geld braucht. Ne? Das sind so zwei Sachen. Die jetzt einfach verkaufen und dann das Geld irgendwo reinschustern, wäre, glaube ich, auch nicht zielführend. Aber gegen die Artillerie da sehe ich die halt nicht, dass die irgendwas machen wird, die gute. Die Marksmen müssen jetzt ein bisschen häufiger schießen da rechts. Es gibt ja keine Ziele für die Marksmänner, ne? Ich bin voll hinten weg damit. Raketenabwehr dann gleich rausholen. Riskant. Mit anderen Worten, let's go. Ja, dann machen wir das jetzt hier. Genau, und dann noch ein Freund dazu. Das sollte eigentlich gehen. Den verkaufe ich dann nächste Runde wahrscheinlich. Ja, Headquarter kriegt halt wieder gesniped, aber was soll ich machen? Brauche ein bisschen mehr Geld, um das in einem Abwasch zu machen. Ist jetzt alles squishy, also das ist jetzt alles Vulken, was der Gegner da spielt. Also das Vulken-Ziel. Meine vier Marksmen, inklusive das Level 3, nur XP-Lieferant. Aber dafür hat er jetzt alles für den Vulken vorbereitet. Dann kann ich nur hoffen, dass der funktioniert. Ich kann hoffen, dass er hier gleich die Level ausgibt. Ne? Naja, aber ich level den Gegner komplett und vollständig auf, weil die Marksmen einfach keinen Sinn erfüllen. Die Tarantel sowieso nicht. Alles aufgelevelt, die gesamte Armee. Das ist nicht besonders empfehlenswert. Okay. Ja, mit dem Vulken da durchballern. Schafft er das dann links? Wenn ich ihn jetzt hole, 600 und dann einen einzelnen Crawler. Dann hat er aber viel Überstunden vor sich, der Vulken, ne? Also der lenkt jetzt hier die Raketen ab. Die erste Salve und die zweite holt der Vulken sich dann alle.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das hier funktioniert, wenn ich das so mache. Weil der nimmt dann auf jeden Fall die zweite Salve mit. Ich befürchte, dass der so direkt stirbt, wenn ich die so aufstelle. Der kriegt ja nachher Reichweite, ne? Egal, wir bauen das mal da auf. Wenn ich mit dem Item jetzt regelmäßig die gelevelten Leute hole, dann kann ich ordentlich aufholen. Aber ich habe Angst, dass das nicht ausreicht, die erste Runde. Aber das Item aufzuleveln, das wäre jetzt sehr stark. Und der steht da noch zu weit weg. Der braucht noch zu lange, hat zu wenig Leben. Da kommt der nächste Level 2. Aber schon gleich voll mit dem Level und er heilt sich ja auch dabei. Ja, Level 2, nice. Also der Teil hat, glaube ich, funktioniert. Auch wenn er jetzt stirbt, hat er sein Level. Ja, kann sie nochmal heilen? Hier! Jetzt, hat sogar geklappt. 91 Einheiten getötet. Die gesamte linke Spielfeldhälfte hat er aufgewischt. Funny, oder? Also, ja, das hat sich, glaube ich, gelohnt. Da hat er wieder einen schönen Set abgegeben. Nochmal ein extra Feuer, Tankproduktion. Ja, so ein extra Panzer produzieren kann man, glaube ich, noch machen. Teuer, ne? Will ich das da oben porten? Fast schon was riskant. Ist ja auch nicht notwendig, ne? Man macht auch hier die einfache Lösung. Die kommen ja mir gleich alle entgegen, die Freunde. Und dann üben wir da schön Druck aus. Genau. Man muss mal gucken, ob man ein Upgrade vergibt. Das wäre ja komisch hier vorne mit. Muss man mal gucken, wie gefährlich das wird. Wie ein Upgrade. Ist gut gegen die Mustangs in aller Regel. Mit dem Handschuh, okay. Was mache ich dann gleich? Overlord direkt? Der heilt sich einfach hoch. Also ich denke, ich werde einfach einen Overlord dazu packen, ne? Dann haben wir es direkt gelöst. Jetzt können die Marksmen auch gleich wieder mitmachen. Bisschen Öl. War schon witzig hier gewesen, ne? Mit dem Heal. Ja. Overlord in Adlerkanone. Oder ein Melting Point direkt. Muss man mal gucken. Oder halt ein Hacker, ne? Steht ja direkt vor mir. Oder ganz billig ein Steelboy dahinter. Der ist ja beschäftigt, aber der macht, glaube ich, Flächenschaden, dieser Schuss, ne? Ja, dann immer Melting Point, glaube ich, wenn der im Sonderangebot ist. Genau. Reichweite. Kostet halt ein bisschen was. Nehmen mal an, der will da jetzt rechts auch nochmal einen hinbauen. Aber da habe ich ja die Marksmen als Feuersupport stehen. Genau, der unten rechts, der kann jetzt leider aufleveln. Das könnte gefährlich werden. So, da oben gibt es keinen Grund mehr, die zu verzögern. Ja, da unten rechts ist jetzt die Frage, ne? Wie ich dagegen vorgehen will. Wenn der auflevelt und ich das Level Dixie habe, gewinne ich dann oder nicht? Ich glaube nicht. Ich gucke mal das eine Runde an, ob er auflevelt. Ich muss das einfach machen, das ist mir zu gefährlich sonst. So, hier ganz kurz, falls eine Wespe kommt. Ne, kann ich eh nicht blocken so. Also eine Wespe wäre jetzt ein Problem. Eine Wespe wäre ein Problem. Ja, vielleicht hätte die beim Fängen werden sollen dann. Der Budget Melting Point ist nicht so stabil. Aber im Idealfall greift den ja auch keiner an. Das ist der Dicke.
Er muss jetzt leider die Fausthandschuhe tanken, ne? Das geht nicht anders. Genau, das haben die Marksmen gemacht, habe ich ja gesagt, ne? Also, das hat sich da rechts, glaube ich, ganz gut angeboten. Ja, Extended Phoenix Range. Ja, der Tyrannisch-Staat hat mich halt zurückgeworfen, ne? Das steht für mich sehr außer Frage. Den Guinness erhöhen. Da rechts auch nochmal einen vergeben, klar, ne? Ja, da unten ist halt echt die Frage, ob ich das riskieren will. Er hat ja nicht gutes Anti-Small haufenweise, ne? Und da machen wir jetzt diese Replikas. Den Feuersupport noch einpacken. Dann mache ich noch eine Luftabwehr dazu hier. Dann ist die Flanke erstmal gedeckt. Und dann kümmert er sich um den da. Oder so ist die Theorie. Gleich mal so ein EMS vergeben vielleicht. Ja, der Flammenwerfer hat noch keine Upgrade, aber was soll man den da geben? Ja, der ist ein bisschen fies. Bam, bam. EMS-Raketen vielleicht. Hab ja schon Reichweite ausgegeben. Ich meine, tatsächlich sind diese Handschuhe, diese Rocket Punches, sind ultra ineffektiv gegen Giants, ne? Aber ich habe einen Budget-Melter und da kann das nochmal ein bisschen anders laufen. Aber eigentlich wollte er ja den Flammenwerfer, und der ist ja tanky und bis dahin ist auch das Kleinvieh von dem schon getötet. Also vielleicht kann ich das Thema einfach ignorieren, bis er ein zweites Upgrade ausgibt. Typhoon-Schilde. Nochmal ein Feuerstoß dabei. Die Firebatcher könnten halt diese Dinger da kaputt machen, aber stören die mich denn überhaupt? Denn die haben ja schon gelevelt hardcore. Aber mit einem Flammenwerfer kriege ich die ja eigentlich weg, ne? Dicker Panzer wäre dagegen keine gute Idee. Bin mir ein bisschen unschlüssig, was Sinn machen würde. Mal sehen, ob das geht. Vielleicht ein bisschen ambitioniert. Also Reichweite weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt hier davor, aber dann machen die Melting Points. Also ich überlege jetzt die Feuerrakete, wie die Backline abbrennt. Nee, wir machen einfach eine normale Reichweite. Genau, die Dinger nochmal. Der scheint die ja zu mögen, von daher holen wir lieber nochmal einen Melter dazu. Und der wird immer tankier hier. Und ansonsten einfach nochmal Kleinvieh dazu holen. Luftabwehr haben wir ja theoretisch dabei. Und holen wir einfach nochmal Kleinvieh dabei. Zeit war über. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Kleinvieh in der Mitte, als mir lieb ist. Ja, nächste Runde EMS-Raketen. Bitte ans Headquarter ganz flink. Ich habe zwei, drei Crawler mehr in der Mitte, als mir lieb ist. Das ist natürlich so nicht gewollt gewesen, ne? Ja klar. Zeit war halt einfach über. So. Aber ich denke, ich habe so viel Giants, das könnte jetzt vorbei sein für ihn. Er hat halt sein Zentrum nicht gedeckt, wenn man das so nennen möchte. Ja,
Witzig, der Vulken, oder? Ich habe ja nicht mal auf Schaden gespielt, sondern nur auf Tankiness. Ja, er hat das Zentrum halt nicht geschützt. Genau. Da war halt alles auf. Dafür waren die halt hier sehr dick in der Mitte unterwegs. Ich persönlich bin kein Freund von dem Handschuh mit dem Schild zusammen, weil, ne, ist klar. Also das Schild verhindert, dass der Handschuh funktioniert. Und ihr wollt ihn so früh wie möglich anhaben, damit ihr halt einen Schneeball am Rollen habt. Ne? Von daher ist das eine Kombination, die meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr schwach ist. Kann ich nicht empfehlen, wirklich nicht. Die Vulkens haben echt, die Mustangs, meine ich, haben echt aufgelevelt da drüben, ne? Dahinter. Wer hätte es gedacht? Erstaunlich. Wahrscheinlich wegen dem ganzen kleinen Vieh von mir. Ich habe nicht genau hingeguckt. Aber all in diese Fortress zu investieren jede Runde, wenn ich Budget Melter habe, das war, glaube ich, der spielentscheidende Faktor. Und natürlich meine super Zentrum-Fraktion. Okay, na gut, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.